So, da bin ich wieder. Tag 7 steht uns bevor. Ich weiß nicht, was auf uns zukommen wird, aber ich schätze mal, es wird sich herausstellen, ja, was es mit dem guten Sam auf sich hat. Ich bin schon gespannt. Ja, und dann legen wir gleich mal los. Ja, wir sind wieder hier. Die Blumen, wie man schon sieht, sind vertrocknet. Nichts, rein gar nichts. Und natürlich viele alte Bücher. Wir sind draußen? Nee, das glaube ich nicht. Was? Kein Schlüssel, kein gar nichts aufgenommen. Das ist ein Friedhof hier. Liegt hier nicht noch irgendwas? Nein. Oh Mann, der Nervenkitzel von der vorherigen Aufnahme liegt mir noch schwer in den Knochen und ich glaube, ich muss jetzt rennen. Ja, ich wusste es, ich wusste es. Nur wohin, wohin? Ach, da. Ich glaube, wir werden wahrscheinlich dann auch gleich hier am Grab von Sam auftauchen. Ah ja. Das Bewusstsein versteckt die Wahrheit, wie das Licht die Schatten versteckt. Wahre Worte, und ich bin jetzt hier eingesperrt. Hui! Ich schätze mal, ich bin gleich durch. Oh je. Ich kann mich nicht bewegen. Ja. Ich schätze mal, dieser Typ da ist Sam. Ich werde einfach mal rennen. Denn ich will wirklich nicht irgendwie ein Game-Over-Screen haben. Ich weiß gar nicht, ob es den hier überhaupt gibt. Okay, hier komme ich nicht weiter. Ja gut, wenn ich jetzt gefangen werde, was soll's, dann mache ich halt nochmal. Aber da links geht's mit Sicherheit weiter. Ja, ich sag's ja. Oh, ist gut. Nee, nur irgendwelche Gräber. Sehen wir uns noch mal hier um. Nichts. Okay. Dann, wie sollte es anders sein, der Blutspur folgen. Wow, Alter! Schaufel! Okay, muss ich jetzt... leer? Ach so, ich muss jetzt überall die Gräber öffnen. Das ist ja auch krass. Ist das nicht eigentlich Grabschändung, wenn man die Gräber einfach so ohne Genehmigung öffnet? Ich denke schon. Ja gut, das hier ist ein Spiel, aber dennoch... es ist ja die Wahrheit. Nee, also ich selbst würde sowas niemals machen. Einfach so die Totenruhe stören. Scheint, als wäre da nichts. Leer. Was für eine seltsame Münze. Sieht aus, als wäre sie hier bereits seit Jahrhunderten. Eine sehr alte Münze. Okay. Leer. Mhm. Ah, ich glaube, Sam hat nicht wirklich die ewige Ruhe gefunden.
Es heißt ja auch, wenn man einem Toten oder einem sich Verstorbenen Münzen auf die Augen legt, kann man damit den Fährmann bezahlen. Damit der einen dann eben über den Styx führt. Oder, ja, über den Fluss halt führt. So hab ich das mal gehört. Also, ja, ich denke mal, das dürfte dann auch soweit richtig sein. Ja, wenn es nicht richtig ist, schreibt es mir einfach in die Kommentare. Ich kann den Grund nicht sehen, es ist zu dunkel. Oh, jetzt muss ich aber hier wieder hin. Ein Haus? Okay. Hm. Naja, das mit den Münzen, wie gesagt, war dann wirklich so damals noch zu den Zeiten eben so alte Antike, würde ich mal so schätzen. Ja, da wurde das dann eben gemacht. Genauso wie es eben bei den Ägyptern gemacht wurde, dass die Pharaonen eben mit ihren Wertsachen und Haustieren beerdigt wurden, dass die dann quasi dieselben Sachen auch im Jenseits haben. Ja, ist an sich eine sehr interessante Idee, aber ob das stimmt, wer weiß. Hm. Ach ja, so viel Blut immer. Ist was für eine Verschwendung. Ja, ich glaube, ich weiß, was ich doch mit der Münze machen soll. Ich glaube, ich soll sie in den Brunnen schmeißen, so einer Wunschbrunnen. Aber ich öffne mal lieber die Gräber. Vielleicht finde ich dann noch was und übersehe nichts. Ist ja nur ein Spiel, also da finde ich das nicht ganz so schlimm. Okay, alle Gräber sind offen. Ja. Rüste ich mich mal mit der Münze aus? Ja gut, kann man ja nicht mit kämpfen, aber was soll man hier in dem Spiel großartig an kämpfen? Austragen, so. Die Tür klemmt, war klar. Ich weiß nicht, ich bin, glaube ich, irgendwie einfach gerade guter Dinge. Seltsam, es scheint den Grund noch nicht erreicht zu haben. Okay. Oh Mann. Oder er wurde in den Brunnen geschmissen. Oh nee, so ein Schicksal wünsche ich keinem. Echt nicht. Ich kann den Grund nicht sehen, es ist zu dunkel. Oh, das wäre ja scheiße, wenn er da einfach reingeschmissen worden wäre. Also hier, Sam meine ich, ist klar. Okay. Ich glaube, ich bin jetzt durch. Ich kann mich nicht bewegen, ich kann gar nichts machen. Ah, jetzt. Ah ja, und jetzt kommt wahrscheinlich wieder richtig heftiger Jumpscare, auf dass ich mich so übelst erschrecke, dass ich die Maus beinahe wegschmeiße und die Tastatur. Sieht aus, oder könnte eine Art von Totenreich sein. Na, Jumpscare, Jumpscare. Bitte nicht. Die Tür klemmt. War so klar. Also wieder zurück und Jumpscare erwarten. Jo. Oh. Oh. Er fällt. Ich falle. Oh. Cool. Und bupp. Ich will aufs Bett. Ich will aufs Bett. Auf dem Bett rumhüpfen. Oh. Okay. Oh nein! Nein!
Oh nee. Moment. Der weiße Schlüssel vom Anfang. Jetzt mache ich keine Pause. Jetzt will ich weitermachen. Die 7 Tage sind rum. Ja, wir sind wieder da. Die Tür klemmt und die ist auch zu. Ich will jetzt wissen, was da ist. Auch wenn es ein Jumpscare ist. Okay. Die Augen. Verschlossen. Ich muss auf die Augen zu. Hi. Hi, Sam. Sam? Okay, ich kann mich nicht bewegen. Manche Opfer eines schlimmen Traumas ziehen sich in Fantasiewelten zurück, aus denen sie nicht erwachen können. Okay. Okay. In diesem katatonischen Zustand versucht das Bewusstsein des Opfers häufig, ihn mit kleinen Details zu wecken. Jumpscares. Ja. In diesem katatonischen... Ah ja. Zum Beispiel seltsame Situationen, Worte, Geräusche oder sogar ein Videospiel. Oh nee. Um ihnen klarzumachen, dass sie schlafen. Sehr interessant. Aber selbst dann dauert es häufig Tage, bis sie bereit sind. Achso, bis sie bereit sind. Bitte wach auf. Okay. Sehr interessant. Ich bin durch. Ja, das war's. Wow. Aha. If you want to more. Want more information about the team, ja. Wenn Sie mehr über das Team erfahren wollen, eben die Internetseite anwählen. Ich hab's geschafft. 7 Days. Innerhalb von ein paar Tagen habe ich es jetzt durch. Von Minuten her nicht sehr lange. Ja. Ich bin durch. Hammer. Also dieses Spiel, das kann ich einfach nur weiterempfehlen. Es ist irgendwie, ja, gruselig, aber doch. Ja, danke fürs Spielen. Gern geschehen. Und danke für die echt hammermäßigen Jumpscares. Also ich werde es irgendwann mal wieder neu spielen. Natürlich nur für mich, nicht so als Let's Play. Aber ich kann nur sagen, es ist ein Hammerspiel. Das kann ich auf jeden Fall weiterempfehlen, wenn man sich einfach mal für ein paar Stunden ablenken will, so am Stück, damit man einfach mal ausschalten kann, ein bisschen sich erschrecken kann, sich gruseln kann, wie auch immer. Hauptsache, es bringt Fun. Naja, ich würde sagen, man sieht sich dann im nächsten Let's Play. Ich weiß zwar noch nicht, was ich dann machen werde, aber ich werde mal schauen. Ja, ich habe einiges da, nur eben das Problem, ob es auch mit Traps aufgenommen werden kann, ist so eine Sache für sich. Ja, ansonsten würde ich sagen, suche ich mir was Feines raus und mache mich an die Arbeit.